Ich begrüße euch ganz herzlich zum Kochtag heute. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich eine Mandarinencreme machen würde, etwas Saisonales, jetzt gerade im Winter. Und dazu braucht es ein Ei, eine Zitrone, 6 bis 7 Mandarinen, ein bisschen Maizena zum Binden, 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Ich komme sehr darauf an, wie süß man es gerne hat. Und am Schluss tut man dann noch etwa eine halbe Tasse Rahm geschlagen unter die Creme mischen. Gut, ich mache immer zuerst alles parat machen. Nachher habe ich nämlich keinen Stress, um alle Materialien und Schüsseln zusammensuchen. Und zwar habe ich einen Schwingbesen, den ich brauche, Pfanne, ich habe eine Schüssel mit einem Sieb, ein Messer und einen Teller zum Schneiden. Meistens nehme ich einen Teller, wo ich die Früchte drauf schneide. Und nicht ein Holzbrettli, weil sonst kann es sein, dass halt die Früchte nach Zwiebeln schmecken oder Knoblauch, wenn man es vorher drauf Zwiebeln oder Knoblauch geschnitten hat. Gut. Also, ich würde gerade anfangen mit dem Mandarinli. Hier den Saft auspressen. Und das habe ich bereits vorbereitet. Die 6 Mandarinen, der Saft ist jetzt hier in der Pfanne drin. Das tue ich noch dazu. Dann von einer Zitrone ein bisschen den Saft dazu. Das kann man direkt reintun. Dann ein Ei reinschlagen. Dann zum Binden einen Esslöffel Maizena dazu. Und wenn es heisst, ein Esslöffel ist das immer ein gestrichener Esslöffel, nicht, dass man hier wahnsinnig biegt und einen Berg rein tut. Dann die 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Und das ist jetzt wichtig, dass man es zuerst gut aufrührt, damit sich das Maizena gut auflöst. Weil sonst hat man schon fast Klümpen drin. Jetzt bei der Creme mit Ei und mit Maizena ist es halt so ein Problem, dass einerseits zum Binden braucht es Maizena, braucht dass es kocht, also braucht genug Hitze. Und das Ei sollte eigentlich nicht zu fest kochen, sonst hat man dann alles so Eierschlenken oder so Eierstückchen drin. Gut, also da würde ich jetzt einmal einschalten. Vielleicht nicht ganz höchste Stufe. Und was halt ist, man muss ein bisschen bei der Creme dazubleiben und immer regelmässig rühren. Davonlaufen und schnell etwas erledigen, ist ein bisschen eine heikle Sache. Und hier habe ich die Schüssel mit dem Sieb parat, dass ich gleichwohl dann die Creme absäbeln kann, dass, falls gleich noch ein Eierstückchen oder Stückchen von den Mandarinen drin hat, dass sich das dann absäbeln kann. So. Sieht man, wie die Creme unten rauskommt. Das Rezept ist immer gerade etwa für 2 Personen berechnet. So, voilà. Und jetzt sieht man, es hat auch hier ein bisschen Rückstände. Einerseits von den Mandarinen und andererseits natürlich auch vom Ei. So, voilà.
Jetzt, um die Creme abzukühlen, also den Rahmen kann ich noch nicht rein tun, sonst wird der geschlagene Rahm gerade wieder flüssig. Tue ich eigentlich die Creme mit Haushaltspapier abdecken. Man kann es auch reinlegen, dass es keine Haut gibt. Und ich stelle die Creme in ein kaltes Wasserbad. So. Im Winter könnte man sie auch herausstellen. Jetzt lasse ich das abkühlen und im zweiten Schritt kommt dann der Rahmen noch drunter. Für die Mandarinencreme, die ist jetzt hier im kühlen Wasserbad gsi, braucht es noch ein bisschen Rahm, den ich schlone. So. Das ist jetzt die Creme, die ich vorher gekocht habe. Mit dem Zellophan drauf, durch das hat sie keine Haut gegeben. So. Ich tue jetzt hier nicht ganz alle Rahmen rein, dass ich noch einen Topf habe zum Garnieren. Das kann man dann machen, wie man das gerne will. Den Rahm unter die Creme mischen. Entweder mit dem Gummischaber oder man kann das auch sehr gut mit dem Schwingbesen machen. Anrichten, mache ich hier noch ein bisschen Rahm drauf. Und kann man mit Schokostreuseln noch ein bisschen garnieren. So. Voilà, das wäre die Mandarinencreme. Eine gute.